Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարտերի բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաճկուն բարն եմ սիրում. Meine Damen und Herren, das waren Worte von dem genialen armenischen Dichter Yerishe Tscharents. Und mit diesen Worten möchte ich Sie herzlich willkommen heißen beim Verband der Europäischen und Armenischen Fachleute e.V. Heute starten wir die deutsch-armenischen Kulturtage in Berlin. Diese Kulturtage finden jährlich statt und befestigen die deutsch-armenischen Beziehungen. In diesen Kulturtagen haben wir vieles in den letzten Jahren erlebt. Kunstausstellungen, Konzerte, Kinderprogramme, haben wir Vorträge wissenschaftliche. Und nach dem Beginn der Pandemiezeit mussten wir leider letztes Jahr die Kulturtage stornieren. Alle Veranstaltungen wurden dann verschoben. Dieses Jahr verdanken wir die Kulturtage wieder unserem Schirmherrn, Herrn Michael Grunst, Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, unseren Unterstützern wie Bezirksamt Lichtenberg, Kulturhaus Karlshorst, aber auch Professor Dr. Martin Petzold. Meine Damen und Herren, Armenien erlebt heute schwere Zeiten. Und in diesen schweren Zeiten muss Armenien unbedingt Unterstützung haben, Unterstützung von außen. Eine Krise nach anderer überfällt dieses Land. Viele tausende Soldaten sind im Karabachkrieg gefallen. Tausende Verletzte warten heute auf ihre Behandlung. Und Armenien steht in einem Wirtschaftskollaps bevor. Aus diesem Grund müssen wir mit etwas anfangen. Und wir dachten, wir werden die Standhafte, was es überhaupt bei den Armeniern und in Armenien gibt, wieder in die Tagesordnung bringen und damit auch beginnen. Wir wollen heute mit einer Kunstausstellung 6 Facetten der Selbstbefragung, kuratiert vom Berliner Künstler Archie Galenz, unsere Kulturtage starten. Warum mit der Ausstellung und warum haben wir unsere Kulturtage armenische Wurzeln und armenische Identität betitelt? Weil die armenische Identität ist das einzigartige Merkmal, wo konsistent, stabil ist, und wir können mit unserer Identität einen Neuanfang heute wagen. In diesem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich willkommen in dieser Kulturtage und hoffe, dass die Kulturtage auch in dieser Pandemiezeit gut verlaufen werden. Euer Michael Minasyan. Guten Tag, mein Name ist Archie Galenz. Ich bin Künstler und Kurator der Ausstellung 6 Facetten der Selbstbefragung.
Diese Ausstellung ist bis zum 6. Juni im Kulturhaus Karlshorst zu sehen. Hier sind rund 40 Bilder, Plakate, Objekte, aber auch geschichtlich aufgeladene Gegenstände gesammelt aus den letzten 75 Jahren. Die besten Stücke, die ich in meiner Sammlung hatte. Die Kunstwerke sind in 6 Themenbereichen geordnet und agieren zur Diskussion über Identität. Noch nie stand Armenien nach dem Erlangen der Unabhängigkeit in so einer tiefen Krise wie jetzt. Das bloße Bangen um Existenz, über das Existenz des Landes und die Kultur ist bei armenischen Diasporen spürbar. Ich hoffe sehr, dass diese Aufstellung pandemiebedingt nicht bis zu Ende nur online zu sehen wird, sondern auch für Publikum erreichbar wird. Das ist die 4. Aufstellung, die ich in diesem Hause kuratieren dürfte und ich habe all meine Erfahrung als Kurator gesammelt. Hiermit möchte ich herzlich bei gesamten Team vom Kulturhaus Karlshorst, bei der Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur von Bezirksamt Lichtenberg, Frau Dr. Görgsch, und beim Organisatoren der Deutsch-Armenischen Kulturtagen 2021 bedanken. Ich freue mich sehr, dass dieses Jahr wieder die Deutsch-Armenischen Kulturtage stattfinden können. Online, das ist die einzige Möglichkeit in Corona-Pandemie-Zeiten, aber wenigstens Brücken bauen über armenische Kultur, über armenische Identität berichten, über Geschichte, Kultur erzählen und damit auch Menschen verbinden. Ich freue mich sehr, lieber Michael, dass ihr das wieder auf die Beine gestellt habt, dass ihr eine Ausstellung online anbietet, dass es Vorträge und Diskussionsveranstaltungen gibt, wo man sich in den nächsten Wochen einbringen kann. Und ich wünsche euch und allen Gästen viel Erfolg.